Hallo Kackbratzen. Ah. Wenn ihr an Ego-Shooter auf der PS2 denkt, welche Titel fallen da euch spontan zuerst ein? Vermutlich Killzone, vielleicht irgendein Call of Duty und vermutlich auch ein Medal of Honor, das sang- und klanglos in der Geschichte unterging. Die PS2 war jetzt nicht direkt ein Biest und der begrenzte RAM war vielleicht auch nicht optimal für dieses Genre, aber trotzdem haben es Entwickler immer wieder geschafft, bis ans Limit der Konsole zu gehen. Und ein Spiel, das definitiv Eindruck hinterlassen hat, war das von Free Radical entwickelte Timesplitters. Es erschien in Europa im November 2000 und man möchte meinen, dass es einschlug wie eine Bombe, denn auch die Kritiker überschütteten das Spiel mit Lob und diejenigen, die es gespielt haben, können euch ein Lied darüber singen, warum Timesplitter der wohl beste Shooter aller Zeiten ist. Von daher ist es eine Schande, dass diese Franchise so mir nichts dir nichts unterging. Eigentlich begann alles ein paar Jahre früher, genauer gesagt zur Zeit des Nintendo 64. Wir können nicht über Free Radical oder Timesplitters sprechen, wenn wir nicht auch kurz zu den Wurzeln zurückkehren. Am Anfang steht das legendäre Entwicklerstudio Rare, das für das großartige N64 die ebenfalls großartigen Shooter GoldenEye 007 und Perfect Dark veröffentlicht haben. Beide Titel sind unbestrittene Meisterwerke, die das Shooter-Genre definieren und ebenso zwei erstaunliche Spiele, die das N64 auch so legendär gemacht haben. Leider hatte diese Erfolgsgeschichte ein eher unrühmliches Ende. Zu verdanken haben wir den Untergang den Arschkrampen von Microsoft. Und auch einige Entwickler waren nicht mit der Entscheidung zufrieden, dass Microsoft sich das Entwicklerstudio einverleibte und so verließen einige von ihnen, darunter David Doak, Steve Ellis, Carl Hilton und Brayman Norgate, das alte Team von Rare, nur um unter dem Namen Free Radical Design ein neues Studio zu gründen. Für Timesplitters hatten sie sich ein neues Konzept ausgedacht. Anstatt sich um Dinge wie die Handlung oder eine zusammenhängende Einzelspieler-Story zu kümmern, konzentrierte man sich auf den extrem starken Mehrspieler-Modus und lieferte somit einen Ego-Shooter ab, der verdammt süchtig macht. Und das Prinzip funktioniert wirklich gut. Timesplitters ist ein Ego-Shooter, der auf seine grundlegendsten Elemente reduziert ist. Anstatt sich um Dinge wie die Handlung oder ein zusammenhängendes Einzelspielerspiel zu kümmern, konzentriert sich Timesplitters auf seine extrem starken Mehrspieler-Elemente und liefert einen Ego-Shooter-Erlebnis, das süchtiger macht als jeder andere konsolenbasierte Shooter. Obwohl ein wenig traurig ist es dann doch, dass es keine direkte Handlung in Timesplitters gibt. Die Fortsetzungen haben diesen Fehler wieder wettgemacht. Neben einer nicht existenten Story gibt es ebenso keine Charakterentwicklung und keine Zwischensequenzen. Nichts. Spielt man alleine, hat man quasi nur die absolute Basis eines Shooters. Man läuft von Level zu Level und holt Gegenstände, um diese an bestimmte Orte zu bringen. Hat man den Zielgegenstand aufgegabelt, geht es rund, denn dann teleportieren sich die Timesplitters genannten Feinde ins Level, um einen etwas Feuer unterm Arsch zu machen. Das Spiel selbst ist nicht in einer bestimmten Zeit angesiedelt. Die Level sind in verschiedenen Jahren und Zeiträumen angesiedelt. Man befindet sich also in einer ständigen Zeitreise voller Geballer, aber die Level selbst sind nicht sinnvoll miteinander verbunden, noch wird einem wirklich gut erklärt, was zum Teufel eigentlich vor sich geht. Im Grunde ist es ein Arcade-Shooter mit einem großen Schwerpunkt auf dem Mehrspieler-Modus und man darf sich wirklich fragen, warum sich die Entwickler überhaupt die Mühe gemacht haben und sowas wie einen Story-Modus integriert haben. Aber keine Angst, ich werd's euch erklären. Das Durchspielen des Story-Modus ist eine wirklich gute Idee. Es gibt zwar keine Tarnung oder den Einsatz von Gadgets und somit zählt nur eure blitzschnelle Reaktion. Aber jedes Mal, wenn man ein Level abgeschlossen hat, wartet eine Belohnung auf euch. So werden etwa neue Waffen, Bots, Charaktere und andere Dinge freigeschaltet. So gesehen bereitet euch der Einzelspieler-Modus sehr gut auf den späteren Deathmatch-Modus vor. Es ist übrigens keine Schande, wenn man sich für den leichtesten Schwierigkeitsgrad entscheidet. Denn der normale Schwierigkeitsgrad wird euch sowas von den Arsch aufreißen. Free Radical wollte es einem wirklich nicht leicht machen, denn was leicht ist, ist schon mal ganz mittelprächtig schwer. Mittel ist dann so richtig schwer und was der schwere Schwierigkeitsgrad dann bedeutet, könnt ihr euch dann mit euren Wachsmalkreiden ausmalen. Das Spiel möchte, dass ihr euch behutsam an den Schwierigkeitsgrad heranarbeitet, wobei behutsam in etwa so fluffig ist, wie ein Federballspiel auf einer vierspurigen Autobahn ohne Geschwindigkeitslimit. Falls euch der Story-Modus zu happig ist und ihr zufällig einen Freund habt, oder wenigstens eine Person aus Fleisch und Blut, die imstande ist, einen Controller in der Hand zu halten und nicht ganz so kacke spielt, dürft ihr die Story auch im Co-op-Splitscreen-Modus zocken. Free Radical hatte zwar geplant, den Splitscreen-Modus auf 4 Spieler auszuweiten, aber da die PS2 damals wegen des begrenzten RAM eher so spritzig war, wie ein Goldfisch auf Valium, hat man die Idee ganz schnell wieder in die Tonne geworfen. Trotzdem ist dieser 2-Spieler-Modus wirklich erfrischend und bietet eine völlig neue kooperative Sicht auf das Spiel. Die Level sind im Prinzip ziemlich einfach gestrickt und man wird sich von daher nicht wirklich verlaufen und wenn wie gesagt euer Freund nicht eine komplette Kartoffel ist, macht es wirklich sehr viel Spaß. Man wird allerdings auch ganz schnell feststellen, dass es wirklich auch gar nicht so viele Level gibt und so merkt man sich auch ziemlich schnell, wo sich die Gegner platzieren. Das Ziel liegt dann eher darin, jedes Level so schnell wie möglich zu beenden, um dann in einem jeden Schwierigkeitsgrad einen neuen Zeitrekord aufzustellen.
Das ist im Prinzip das, was man im allgemeinen Wiederspielwert nennt. Man rennt also wie von der Tarantel gestochen durch die Level, holt sich seinen Gegenstand und rennt zum Ausgang mit der Hoffnung, dass einem die Gegner nicht in 1000 Stücke ballern. Es gibt ja nicht mal einen Endgegner. Timesplitters ist also ein wahres Paradies für Speedrunner. Wie schon erwähnt, liegt der Schwerpunkt von Timesplitters auf dem Mehrspielermodus. Darunter ist auch ein grandioser Deathmatch-Modus, der meiner Meinung nach von allen Spielmodi der unterhaltsamste ist. Im Story-Modus ballern die Feinde teilweise blind auf euch und werfen Granaten, als wären es Kamelle. Aber das, was sie machen, machen sie verdammt gut. Im Herausforderung- und Arcade-Modus sind es dann die gut trainierten Bots, die euch das Leben schwer machen. Doch diese Bots sind auch ein wenig seltsam. Mein einziges wirkliches Problem mit ihnen betrifft hauptsächlich den Arcade-Modus. Will man das Spiel so konfigurieren, dass man immer mit einer Waffe beginnt, scheint dies entweder nicht auf Bots zuzutreffen, oder die Burschen verwenden einfach nicht ihre Startwaffe. Normalerweise beginnen sie ein Match damit, herumzulaufen und nach einer Waffe zu suchen, und dies sind wohl die merkwürdigsten Momente im Spiel. Manchmal haufen sich die Bots zu einem Mob zusammen und versperren euch dann in engen Korridore den Weg, was besonders dann blöd ist, wenn man zum selben Team gehört. Aber im Grunde kann man sagen, dass die Bots etwas überdurchschnittlich begabt sind und wenn sie nicht wieder wie Hühner durch die Gegend laufen, sind sie absolut treffsicher. Das Schöne am Arcade-Modus sind auch die vielen Individualisierungsmöglichkeiten. So kann man das Spiel genau auf seinen Geschmack abstimmen, allerdings nur dann, wenn man sich durch den Story- und Herausforderungsmodus gequält hat, um auch den letzten Rest freizuschalten. Aufgrund des ganzen Zeitreisekrams durch die Epochen des Spiels wird man auf eine Vielzahl an Waffen stoßen. Diese reichen von den gewöhnlichen Waffen aus den 1930er Jahren bis hin zu futuristischen Sci-Fi-Wummen. Für den Waffenliebhaber gibt es also eine Menge zu sammeln. Beispielsweise kann der Raketenwerfer eine einzelne oder mehrere Raketen abfeuern. Der Granatwerfer kann Granaten abfeuern, die beim Aufprall explodieren, oder zeitgesteuerte Granaten, die von Oberflächen abprallen. Das Sci-Fi-Automatikgewehr kann Plasmablitze oder eine Art explosives Projektil abfeuern. Darüber hinaus gibt es Maschinenpistolen, Strahlengewehre, eine Donnerbüchse, Fernminen, zeitgesteuerte Minen, TNT, Scharfschützengewehre, eine Uzi, ein Sturmgewehr, eine M16, eine Sturmschrotflinte. Und es gibt sogar Miniguns, die man beidhändig führen kann. Die Liste der Waffen ist beeindruckend, ebenso wie die Liste der Bots und spielbaren Charaktere. Von Zombies bis hin zu Robotern ist alles dabei. Cheers! Manchmal muss man sich im Story-Modus mit Geschütztürmen auseinandersetzen. Aber jeder Standardgegner, dem Spieler begegnen, kann für den Arcade-Modus freigeschaltet werden. Im Story-Modus und bei einigen Herausforderungen können viele der untoten Feinde nach einem Schuss wieder aufstehen, sodass man besser auf ihre Köpfe schießen sollte. Leider ist keiner der spielbaren Charaktere besonders einprägsam, da es im Grunde genommen keine Geschichte gibt, sodass man seine Vorlieben und Abneigungen wahrscheinlich auf ihr Aussehen stützen wird. Im Prinzip spielen sich alle gleich, aber nicht nur die Matches des Mehrspielermodus sind frei konfigurierbar. Free Radical stellte auch sicher, dass ein jeder Spieler sich sein Controller-Schema frei nach seinem Geschmack konfigurieren kann. Und nachdem man circa 3 Stunden seinen Controller konfiguriert hat, speichert das Spiel alles sicher auf der Speicherkarte, sodass man nicht jedes Mal aufs Neue bei Null anfangen muss. Aber schon die Standardkonfiguration ist durchaus brauchbar. Wo wir gerade schon beim Basteln sind. Das wohl coolste Feature von Timesplitters ist der Mapmaker. Wer will, kann seine eigene Karte für den Arcade-Modus erstellen. Und dank der intuitiven Benutzeroberfläche ist das alles kein Hexenwerk. Eigentlich macht allein das schon das Spiel zu einem Meisterwerk. Wo hat man bitte das schon mal gesehen? Und noch dazu befinden wir uns auf der PS2. Wer sich einmal in den Mapmaker verliebt hat, kann damit viele schöne Stunden verbringen und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Leider kann man keine statischen Objekte platzieren, um den Karten mehr Leben einzuhauchen, was dazu führen kann, dass sie manchmal etwas altbacken wirken, besonders heute, über 20 Jahre später. Aber das ist im Prinzip kein Beinbruch. Es stehen einem voreingestellte Kacheln mit verschiedenen Grafikstilen zur Verfügung, die platziert, gedreht und miteinander verbunden werden können. Einige von ihnen verfügen über Treppen, die nach oben oder unten führen können, sodass man Karten mit mehreren Ebenen erstellen kann. Man legt die Farben der Lichter fest, Spawnpunkte für die verschiedenen Spielmodi, definiert, wo die Waffen, Gesundheits- und Rüstungspickups sich befinden sollen und vieles mehr. Danach kann man noch die Musik für das Level festlegen und dann ist man auch schon fertig. Bevor man dann endgültig loslegen kann, kann man sich eine Vorschau anzeigen lassen, um auch zu sehen, ob man alles richtig gemacht hat. Dann tippt man noch schnell eine Beschreibung ein, legt einen Namen fest und schon kann man loslegen. Der Mapmaker der Fortsetzungen hat einen noch größeren Umfang, aber was man damals schon anstellen konnte, war schon ziemlich beeindruckend. Das Spiel hat einen leicht komödiantischen Cartoon-Stil, wobei man auch immer wieder versucht, dem Spiel auch einen etwas dunkleren Ton zu geben, wie zum Beispiel das Herrenhaus voller untoter Feinde. Spieler werden in allen Modi eine Vielzahl unterschiedlicher Orte durchqueren, darunter ein Grab, das besagte Herrenhaus, eine Art außerirdischer Planet, eine Chemiefabrik, ein Schloss, ein Einkaufszentrum und vieles, vieles mehr. So hat jedes Level sein eigenes und einzigartiges Erscheinungsbild. Die Level sind auch offen, sodass man sie nach Belieben abklappern kann. Natürlich möchte man im Story-Modus die schnellsten Routen finden, um einen gepflegten Speedrun hinzulegen.
während man im Arcade-Modus sich für die Erkundung mehr Zeit nehmen möchte, um sich auch ein Gefühl für die Layouts des Levels zu schaffen. Und für ein über 20 Jahre altes Spiel und noch dazu auf der PS2 ist es wirklich faszinierend zu sehen, was die Entwickler da zusammengeklöppelt haben. Es gibt viele Räume und verzweigte Wege. Man kann Aussichtspunkte und Abkürzungen finden und in einigen Level gibt es Kisten und Fässer, die nur darauf warten, von euch in die Luft gejagt zu werden. Das alles klingt jetzt super, aber wenn man sich das Spiel heute so ansieht, dann ist es doch nicht ganz so gut gealtert. Aber die Charakteranimationen sind solide und viele der visuellen Effekte sehen ziemlich gut aus. Allein diese beiden Dinge sorgen dafür, dass sich die Schießerei tatsächlich zufriedenstellend anfühlt. Die Texturen können nach heutigen Maßstäben verschwommen erscheinen und man sieht zum Beispiel keine Hände, die die Waffen halten, und auch die Nachladeanimationen sind ziemlich einfach gestaltet worden. Dafür läuft Timesplitters allerdings butterweich. Damit aber das Spiel so fluffig auf die Netzhaut gezaubert werden kann, haben die Entwickler zugunsten einer höheren Bildrate auf Anti-Aliasing verzichtet. Das macht die Grafik vielleicht nicht ganz so schön, aber für einen flotten Shooter scheiße ich auf schöne Grafiken, wenn dafür alles so schön fluffig flüssig läuft. Die Soundeffekte der Waffen kann man im Prinzip mit einem einzigen Adjektiv beschreiben. Laut! Aber das ist freilich nicht alles. Bei den hektischen Feuergefechten fliegen einem nicht nur die Kugeln um die Ohren, man wird dies auch zu hören bekommen. Es gibt zwar auch Musik im Spiel, aber ich hatte stets das Gefühl, dass der Großteil der Musik leicht von den Soundeffekten übertönt wurde. Viele der Songs passen zum Thema ihres jeweiligen Level, sodass man Songs hat, die eindringlich, elektronisch und futuristisch klingen. Und ich würde sagen, dass die meisten Tracks tatsächlich ziemlich gut sind. Timesplitters läuft die meiste Zeit über ziemlich reibungslos, zumindest im Vergleich zu anderen Actionspielen auf der PS2. Die Bildrate geht natürlich in die Knie, wenn es auf dem Bildschirm mal mit all den vielen Charakteren, Explosionen, Rauch und Action mal wieder hektisch wird, aber die meiste Zeit ist die Bildrate sehr solide. Das Ur-Timesplitters auf der PS2 ist ein wahres Wunderwerk. Es war übrigens der einzige Titel der Reihe, der exklusiv für die Sony-Konsole veröffentlicht wurde. Die teils besseren Nachfolger hat man dann auch auf den Konkurrenzplattformen gesehen, was das Herz des PlayStation-Fanboys ein wenig zu bluten brachte. Qualitativ war es nicht nur der beste Starttitel. Timesplitters gehört auch insgesamt zu den besten Spielen aller Zeiten. Und das nicht nur auf der PS2, sondern auch darüber hinaus. Allein wenn man an den Inhalt denkt, den man in das Spiel gesteckt hatte. Die Liebe zum Detail, die knüppelharte Gegner-KI und ein fantastisches Mehrspielererlebnis, womit ein Unreal Tournament Fortnite nur erblassen kann. Und so ist es eine gottverdammte Schande, wie man im Laufe der Zeit mit dem Franchise umgegangen ist. Man darf sich echt fragen, was zum Teufel mit der Serie los ist. Derzeit liegen die Rechte bei Crytek und zumindest waren die Leute so freundlich, dass sich ein paar Fans mit Timesplitters Rewind etwas zusammenbasteln durften, ohne dass sie fürchten mussten, von irgendwelchen dahergelaufenen Anwälten mit Klagen zugeschissen zu werden. Man hat auch vor langer Zeit mal was von Timesplitters 4 gehört, aber auch dieses Projekt scheint sich im Sande verlaufen zu haben. Ich will nicht glauben, dass es da draußen keine Sau mehr gibt, die sich für dieses Franchise keinen Furz mehr interessiert. Nach dem ersten Timesplitters wurde es mit dem zweiten Teil und Future Perfect sogar alles noch besser. Also wieso zur Hölle ist es so schwierig, jetzt einen neuen Teil zu entwickeln? Der Nachfolger darf dann freilich nicht abkacken, denn man baut auf einem großen Erbe auf. Bis also irgendwann mal ein vierter Teil erscheint, kann ich euch dieses Spiel nur ans Herz legen. Ihr werdet es lieben. Es hat zwar seine Macken, aber es ist der beste Ego-Shooter, den ihr je gespielt habt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.